Yo, da sind wir wieder. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Jetzt ist wieder Jojo. mein Co-Moderator mit dabei. Ich habe schon Jo gesagt. Oh, Für etwas mehr Stimmung. nö, bekommst du nicht. Das ist aber uncool. Dein Problem. Ich darf ja immer noch nicht zugucken. Nee, da hast du Pech. Oh, jetzt Spam. Ich bin schon wieder zugespammt. Erstmal kurz beschäftigt. So. Was stöhnst du rum? Ich bin nicht. Soll Ja. ich das? Ich kann mir so richtig geil einen abstimmen. So. Aber nee, da wird das Video ab 18 Ja. gestellt. Ich stehe nicht drauf, aber vielleicht ein paar Zuschauer. Hältst du uns immer noch geheim? Ja, unsere Ehe ist Ja. noch geheim. Sie sind verheiratet. Jetzt wissen Nein. Nein, unsere Beziehung, sorry. Die Ja. Ehe kommt bald. Die Also der Korbett-Geschichten. Das ist einfach nur kommt. eine Sex-Story. Ich nutze sie nur aus. Ja. Alter, das war aber heute echt extrem, als ihr die ganze Zeit gezockt habt, oder? Was haben wir? Als ihr eben gezockt habt, die ganze Zeit, die Rivianer oder wie alle heißen, wie die ganze Zeit rumgespammt haben im Chat. Schrecklich. Dark, 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 dark. Wir wollten dir sagen, dass wir dich lieben. Dark, 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 dark. Ja, es ist doch so. Du sagst mir aber schon noch Bescheid, falls irgendwas passiert, oder? Ja, es wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ja. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich denke mal nicht, mein Video wurde veröffentlicht zum Let's Player Battle Contest. Kannst du es dir mal angucken? Ich hab's mir schon angeguckt. Ich war der Schleimer-Kommentar darunter. Ah, stimmt. Der beste, unentdeckteste Let's Player, den es Ja, gibt. nein, das kann ich jetzt mal erklären. Ich bin generell so immer so ein bisschen auf YouTube unterwegs, guck zwar auch die ziemlich bekannten Let's Player, aber ich gucke auch so Let's Player, die kaum jemand kennt. Und ich finde, dass ab und zu noch mal so ein paar dabei sind, die sind richtig gut, aber die guckt keiner oder gucken nur total wenige. Solche, ich war auch einer der ersten 50 oder 100 Abonnenten von Zombie oder so. Und das war auch damals einer meiner Lieblings-LPer. Und wie viel hat er jetzt? Jetzt hat er, Moment, ich kann mal kurz nachgucken. Wir machen jetzt erstmal Werbung für Ja, andere oder Let's Player. welchen Unbekannten jetzt wäre ich auch total gut finde, der aber mittlerweile irgendwie nicht mehr Pizmeet? Videos. Ist voll unbekannt, ne? Ja, übel unbekannt, kennt keiner. Niemand. Wer ist das? Keine Ahnung. Stimmt, voll die Bobs können gar So, nichts. was wolltest du gerade sagen? Wer ist so unbekannt? Origami-Ethan oder Ethan oder wie man ihn nennt. Eve? Ethan. Ach so. Moment. Ja, Origami und dann Ethan. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, der ist, fand ich, auch ein total guter Let's Player. Der hat auch Minecraft und LoL-Let's Plays gemacht und noch ein paar andere Projekte. Aber irgendwie mittlerweile sehe ich keine Videos mehr von dem, was ich ziemlich schade finde. Ja. Und dann solche bei dir, ich bin auch, glaube ich, über ein PizMeet-LoL-Video auf dich gekommen. Und ich fand einfach zwei Sachen gut. Erstens, du hast mal andere LoL-Videos gemacht, nämlich Arams. Das macht nämlich kaum jemand anderes. Ja, Zweitens, gar kein anderer. Es macht, ja. ich hab extra geguckt, es haben bis jetzt nur ARAM-Spiele mit LoL-Recorder. Und das. Ja, so ist es LoL-Recorder scheiße. sind echt scheiße, diese Aufnahmen. Ich finde, wenn, dann soll so eine Aufnahme auch live gemacht Ja. werden. LoL-Recorder So, generell, das Programm ist so dumm. wo steht jetzt, wie viele Abonnenten die mit haben? Ach so, ich war einer der ersten 100 oder 50 Abonnenten von Zombie und er hat mittlerweile 90.006. Also ein Boah. paar mehr. Ja, nicht schlecht. Gibt Dark einen Monat, dann ist er auch soweit. Ah, nein, das dauert eine Weile. Klein wenig was. Nein, aber ich, wie gesagt, ich gucke halt gern von so ein bisschen unbekannteren Let's Player ein paar Videos. Ich finde es immer recht interessant. Ja, in dem Jahr bin ich bestimmt auch soweit. Ja, im Jahr hast du dann irgendwie endlich deine 500 irgendwie. Aha! Klingt gar nicht abo-geil, wenn wir die ganze Zeit über deine Abos reden. Oh yeah! Tun wir ja gar nicht, wir reden doch über andere. Okay, dann such ich jetzt mal alle großen YouTuber raus und guck mal, wie viele Abonnenten ihr habt. Naja, lass mal, das frustriert mich nur. Dann mache ich es erst recht. Nein, dann lass ich es mal lieber. Oh. Kannst du dich an die Morde von ihm erinnern? Hast du mitgespielt? Ja. Wer warst du? Ja, ich war. Was war ich? Ich war irgend so ein Typ. Moment.
Weiß ich gar nicht mehr. Genau, ich war der Nocturne, der Tank gespielt hat. Ach genau, Tanky Nocturne. Morde schön mit bis 20 Minuten 30 Magieresistenz und der Kassa hatte noch ein bisschen Scepter, die Feinde. Schön, 10 Magieresistenz, ja, der hält da richtig viel durch. Bissicke Scepter für die, die Deutsch zocken, ein Scepter. Ja, Ibisse Scepter oder wie es auch immer heißt. Ich nenne es Ibisse Scepter. Heißt man nicht auch so? Na, ich glaube, da ist kein CA dabei, also das heißt Ibisse oder so, keine Ahnung. Ich nenne es immer Ibisse. Hast du eigentlich geblockt? Wen habe ich geblockt? Du Mann. Ich habe ihn gelöscht. Aha, okay. Boah, oder der Typ mit den Sprüchen, das war auch lustig. Ich spiele irgendwann mit Leuten zusammen, die einfach keine Ahnung vom Spiel haben. Ja. Wenn man sich bis mindestens 20 gegen. Was hatten sie gehabt? Ein Lux, ein Kassadin. Sie hat noch einen Six. Genau, ein Six hatten mit sie. Ein Six noch. Mit Hextrinker. Das war eh das Beste. Echt nervig gewesen, ey. Ich hatte den blank und ja. Der hat die ganze Zeit beim Kuh abgefangen, der Typ. Dein Hextrinker. Auf Six. Ja. Zwei. Ja, ich komm da auch nicht klar drauf. Ja. Aber er hat's geschafft. Sie haben gewonnen. Ja, die hat nur so komische Attack-Speed-Wellen. Die hat nur Attack-Speed-Items geholt. Ja, richtig. Die hat so harten Damage gedrückt. Ja, es ist einfach das Starke an den Vayne. Sie hat halt ihren absoluten Schaden, weshalb man keine Rüstung gegen sie stacken kann. Aber man kann auch nicht Leben gegen sie stacken, weil sie haut einfach viel zu viel Schaden. So apathisch. Naja, typisch Randoms, ne? Ja. Hauptsache erstmal alle beleidigen, die uns nicht kennen. Klar. Ja. Und falls ihr irgendwann mal mit Dark spielt, freut euch nicht zu sehr darauf. Die ganze Zeit schon schreit der Typ nur rum. Ja, also, ja. Aber daran haben sie sich schon gewöhnt. Ja. Oder wie alle immer denken. Du lädst nur die Videos hoch, die du gewinnst. Ja, ist auch super, echt super geil bei jedem Spiel. Ja, der lädt die immer nur hoch, also, wenn der gewinnt. Ich hab hier noch nie ein Game verloren, ne? Muss ich ganz gut und ehrlich zugeben, da bin ich total ehrlich, ich hab noch nie ein Game verloren. Ja, keine Ahnung, wir gewinnen auch meist die Games. Ja, eben. Ebenfalls, wenn ich mit Master zusammenspiele, hat nämlich. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dir gezockt hab, da haben wir irgendwie 5 Games am Stück gemacht und wir haben erstmal alle 5 gewonnen. Da hat man auch Spaß an dem Spiel, aber. Boah, ich mach grad so ein Video von dir an, guck mir so die erste Sekunde an, da stöhnst du erstmal so richtig geil ins Mikro rein. Oh. Ja, genau so. Hast du drauf, ne? Aber richtig. Das wird hier voll der pernöse Channel. Na. Die werden privat gelistet. Die kriegen sie halt nur, wenn sie den Link kennen. Ja. Die Videos. Ah. Mein Gott, ich hab grad ein abnormal schlimmes Kopfkino. Secret Porno Channel. Oh yeah. Ich finde, das Schlimme ist ja, es gibt zwar diese Videos, die geblockt werden, weil sie erst ab 18 sind, aber es gibt teilweise so schlimme Videos auf YouTube, die sind so abartig, die werden nicht geblockt. Was denn für welche? Erklär mal. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Ohne Scheiß, wenn ich das jetzt sage, dann ist das Video ernsthaft am 18. In welche Richtung geht's denn? Männer stecken ihre Köpfe in die Geschlechtszelle der Frauen. Und noch größer. Okay, nein, lass mal lieber. Ja. Lass mal lieber. Das reicht schon. Ja, nee. Damit ist das Video ab 18. Du kriegst deinen ersten Vlog auf YouTube. Sei stolz. Und kommst du voran? Ja, bis jetzt noch nichts Gescheites gedroppt. Bekommen. Gedroppt bekommen, 10.000 Ausdrücke wählen. Ja, so ist das. Nummer 10.000 Spieler spielt. Also die einzigen, die ich von dir kenne, weiß, dass du die zockst, sind DD, also Dungeon Defenders, LOL und Yu-Gi-Oh! Wow. Ab und zu mal Diablo, aber auch schon nicht mehr. Ich mochte Diablo nicht so. Ich habe einen Metalldrachen bekommen. Ich glaube, den habe ich noch nicht. noch nicht so oft. Mich werden jetzt wahrscheinlich mega viele zuspammen, weil ich gerade gesagt habe, dass ich Diablo nicht mag. Hast du von den einen Typen gehört, der umgekommen ist, weil er Diablo gesuchtet hat? Ja, irgendwie 72 Stunden am Stück oder ja, 48. Im LeFloid-Video, oder in einem Video von LeFloid wurde das gesagt. Keine Ahnung, ich hab auch irgendwann den Artikel gelesen. Guckst du eigentlich aktiv so Video von Comedian auf YouTube? Also Lali, LeFloid und so? Ich guck fast gar keine Videos, weil ich gar keine Zeit habe. Außer wenn ich halt Urlaub habe.
Hast du ein Real Life? Wie bist du denn? Leider arbeiten, das ist echt schrecklich. Ja. Ich muss noch in die Schule. Ich auch, Berufsschule. Wesentlich gechillter als arbeiten. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch meine Schwester hat jetzt Abi gemacht und die hat jetzt, die hatten ja schon vor den Sommerferien irgendwie schon mal so ein halbes Jahr oder so frei. Oder nicht ganz ein halbes Jahr, aber trotzdem total lange schon vor den Sommerferien hatten die schon Ferien. Und die darf sich jetzt erstmal so schön entspannen, sucht sich jetzt so, fängt so langsam an, sich einen Studienplatz zu suchen, chillt die ganze Zeit. Und ja, ich, ja. Kurz, ich muss mich kurz muten. Yo, jetzt bin ich wieder allein und da halt, ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich sag einfach mal, ich hoffe, es ist diesmal synchron. Auch wenn wir beide sprechen. Tiefseehai. Immer noch kein Meteor wieder rein. Ja, wer sich das Video jetzt zeitnah angucken wird und das, ja, das wird dann eben, wir nehmen es gerade auf, es ist 22:30, also wird es dann morgen freigegeben. Ich habe beim Let's Player Battle Contest mitgemacht von Ratamun LP und ja, der hat das dann halt heute beziehungsweise für euch gestern veröffentlicht. Ich werde den Link in die Videobeschreibung reinpacken. Ihr könnt es ja angucken und falls ihr es gut findet, einen Daumen nach oben geben. Falls ihr es scheiße findet, einen Daumen nach unten. Der Daumen nach unten hat aber keine Wirkung. Also, falls ihr es gut findet, positiv bewerten. Wenn ich genügend Stimmen habe, komme ich halt eine Runde weiter. Ja, und ich habe schon einen gesehen, der ziemlich harte Konkurrent ist. Der hat irgendwie schon 40 Likes, ich habe nur 11. Hast du mich schon geliked, Co-Moderator? Ja, ich habe dich schon geliked, aber ich wollte dich gerade in deiner informativen Phase nicht unterbrechen. Ich habe gehört, wie du dich entmutet hast. Ja, das hört man? Ja, man hört das Mikro knacken. Oh, geil. Das ist aber mega geil. Das ist überall so. Können wir entmuten und entmuten. Kracks, kracks, kracks. Ja, nicht so laut, aber ganz kurz. Ja, egal. Also ich hab dich eben, also ich hab dich eben direkt schon geliked. Oh, ist aber nett von dir. Wir machen, ja. Du bist auch mein Schatzi. Okay, jetzt ist langsam gay. Ja, wir müssen schauen mal, ob ich vielleicht noch ein Video extra mache. Oh, oh nein, das war die ganze Fuck-Richterin. Jetzt angreifen können. Also. Ja. Ich glaube ja nicht, dass jeder dein Yu-Gi-Oh! Parts schaut, weil ich finde das nicht so das spannendste Spiel. Ja, ich weiß. Das ist so. Um zu sagen, aber du könntest ja einfach mal. Ich weiß. Du hast dich auch gesehen bei deinem Abo-Special. Da haben ja auch relativ viele Leute sich das angeschaut. Ja, ich weiß, da habe ich ja gerade. Ich wollte gerade sagen, ich überlege, ob ich ein Video dazu mache. Ja. Falls er keins macht, alle 10 Zweitaccounts erstellen und alle Likes. Nein, nein, das macht man nicht. Hab ich auch bei dem einen gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, jedenfalls auf dem Video unten rechts war der Name. Ist ja nur Ironie. Der hat da in dem... Kannst du mal gucken, geh mal auf Ratamun auf den Kanal. Oder... Ja, geh mal auf den Kanal unten rechts in dem Video, in diesem... Battle-Video da, dieser Teilnehmer. Guck dir mal die Kommentare an, die dort stehen. In was für ein Video? In dem Let's Player Battle Contest, wo er vorstellt, die vier Leute. Ah, okay. Ganz unten rechts der Name, keine Ahnung, irgendwas mit Green oder Greedy oder was weiß ich, irgendwo sowas. Da musst du dir mal die Kommentare durchlesen. Da hat einer geschrieben, ich erstelle mir 10 Fake-Accounts, damit du gewinnst und sowas. Ja, sehe ich gerade. So lächerlich. Ja, aber ich glaube, das war auch eine Ironie von dem. Denkst du? Der hat die ganze Zeit rumgespammt, der hat sogar mehr als einen Kommentar gelassen. Wenn nicht, dann ist das echt, finde ich, unfair. Ich finde, jeder hat nur eine Stimme und diese eine Stimme sollte ihm auch reichen. Wenn er meint, dass seine Abonnenten das machen müssen, also es ist... Ja, ist klar, aber... Guck mal, daran merkt man doch, ob jemand im... Ob jemand sozial ist oder nicht, an fairen Contest mitmacht oder nicht. Das merkt man da. Ja, ist doch so. Und... Wer würde, wenn er einen Let's Player sieht, okay, es gibt immer so ein paar Fanboys, aber wer würde da extra noch den 10.200 Kunst erstellen und dann immer liken? Jetzt hab ich den Millennium schon angegriffen. Fuck. Wie verreckst du? Nee, aber das ist aktuell, dauert voll lange. So, ich mach nach den 15 Minuten mal Pause, nicht, dass ich dich dann zu den 30 Minuten dann unsynchronisiert.
Okay. Also nach dem Duell, aber wir machen dann direkt gleich weiter. Ja, ich sehe ja noch nicht mal zum Timer. Hätte ich mir so selbst stellen können, aber darauf kommt mein Gehirn ja nicht. 15 und 5 Sekunden sind's gerade. Dann mach langsam mal Stopp. Ja, nach dem Duell. Ist ja, ja alle Zeit der Welt noch. Geht klar. Ach, verdammt, ich hätte jetzt schon gewonnen. 100 DS-Punkte hat er noch. Ja. Jetzt sind erstmal die Hauptthemen weg. Ja, ach. Wir kriegen das schon noch locker rum. Kommt diese ruhige Phase. Hat sich jetzt voll so angehört, als wäre es so ein Zwang. Was müssen wir machen? Nee, ich hab schon. Na egal, wenn man gleich ist. 16 Minuten ist der Part. Jetzt sag's nicht jede Minute. Ja, ich würd's dir sagen. Ich bin schon selbst schlimm genug damit. Immer wenn ich irgendwelche Videos gucke, dann gucke ich jede Minute drauf oder alle paar Sekunden drauf, wie lange es Video geht. Also ich pausiere mal kurz und wir machen gleich weiter.